Angeben. Das heißt gegenseitig motivieren, das heißt nicht angeben. Das heißt. Frühling, Leute, oh, endlich ist es scheiß Winter rum, ey. Der Winter ist voll toll. Ich freue mich schon auf im realen Leben. Oh, ich habe eine Zwischensequenz. Mit Zwischensequenz, mit ich Jodi. Auch. Jodi, ich die auch. Die auch? Ich habe Kent bei mir. Dann mute ich mich mal und lese bei mir vor, ja? Dann mute ich mich auch mal und lese bei mir vor. Hi, Ben. Puh, den ganzen Weg hier hochzulaufen, spart mir den Besuch im Fitnessstudio. Jedenfalls, ich wollte dich fragen, ob du Lust hast, heute mit uns Abend zu essen. Du musst nicht, aber wenn du dich doch dazu entschließt, könntest du eventuell einen Forellenbarsch mitbringen. Genau, einen dieser großen, schleimigen Fische aus dem See. Ich brauche einen für den Eintopf, den ich vorbereiten will. Okay, also, beginn jetzt bei unserem Haus so um 19 Uhr heute Abend und vergiss den Forellenbarsch nicht. Bis dann! Eigentlich schon irgendwas an Iridium, um die größeren Sprinkler herzustellen? Ihr wolltet doch das neu aufmachen hier. Ja, wir haben Iridium Barner, müssen wir das mal ein bisschen du was wolltest. Craften. Achso, ja, muss ich das craften? Ich glaube, wir hatten nicht genug. Ich wollte hier das neu organisieren, weil er mit meiner Orga nicht zufrieden war. Also ich muss mal kurz nämlich erstmal kurz entleeren. Hast du jetzt auch Kent? Nee, bei mir kam Jodi und ich soll bei ihr essen. Aber ich vermute, das war bei euch auch so. Bei mir kam Kent. Bei mir kam auch Kent. Na gut. Wie bei Bart. Magst du Jodi halt einfach nicht genug oder hast du dich nicht genug mit denen auseinandergesetzt? Nee, Kent mag mich nicht genug. Jodi mag mich anscheinend. Nee, Kent gibt's ja noch gar nicht, wenn du Kent nicht kennst. Ich kenn Kent nicht. Kent du kennst dich, Kent. Der kommt, glaube ich, nur, wenn du Jodi magst. Der Preis für Rohmaterialien in Robins und Clints Läden ist gestiegen. Ja, Benny, das haben wir schon gesagt. Du hast sehr deutlich. Ja, es tut mir leid. Ich war gemutet, ja. Ihr wart irgendwie schneller durch als ich. Bei mir hat die voll viel gelabert. Ja, gut. Lass ich mal so durchgehen. Zeit dir verziehen, ja. So, was muss ich denn jetzt hier? Ich brauche einen Forellenbarsch für heute Abend. Nein, ja, ihr braucht jetzt gar nichts. Ihr müsst mal das Feld neu organisieren. Ich mach's dieses Mal nicht, sonst wird wieder auf mir rumgehackt. Benny, du tust mal. Ich guck gerade nach einer Iridiumbahn. Ich brauche noch Batterien und Goldbahn. Wir haben keine Batterien, wir können keine Iridium-Sprengler machen. Echt jetzt? Nein, wir haben keine einzige Batterie bisher. Und das brauchen wir für die Iridium-Bahn? Ja. Iridium-Sprengler. Frami. Dann müssen wir das erstmal so lassen. Seid ihr mit Frami einverstanden oder wollt ihr einen anderen Namen? Ja, von mir schon. Brami ist schon okay. Dann gehen wir jetzt immer unten zum Schweinezirkus und gucken, ob der Batterien hat. Okay, oder ich leg das nächste Ei rein. Wir züchten jetzt mal ein paar Hühner. Wir können hier jederzeit verkaufen. Züchten wir mal. Momentan ist noch nie da. Der ist immer mittwochs und sonntags da oder sowas. Haben wir letztens nachgeschaut. So, wenn ihr jetzt das Feld bestellt, würde ich Samen kaufen. Ich muss eigentlich noch fischen. Ich weiß nicht, ob ich einen Forellenbarsch habe für heute Abend. Für die theoretisch könnten wir damit, wenn Benny sagt, dass es jetzt sein letzter Tag ist, und noch damit warten, bis wir... Nein, wir bauen jetzt heute schon an. Das hat überhaupt gar keinen Sinn, jetzt zu warten. Na dann. Und du wolltest das Feld neu machen. Irgendjemand hat zu mir gesagt, die Anordnung, die ich da hatte, wäre scheiße. Und er darf es jetzt bitte neu machen. Ja, dann mach es jetzt bitte neu. Nee, machen wir jetzt nie, weil wir die Iridium-Sprinkler nicht haben. Das bringt ja gar nichts. Genau. Das machen wir es halt erst im Sommer neu. Na gut. Ja. Und warum haben wir keinen... Oh, ich mach mal... haben wir noch Fische übrig für Qualitätsdünger? Wenig, weil ich habe die ja mal alle verkauft, weil die dort ewig alles vollgemüllt haben. Ist ja nicht so, dass ich nicht gesagt hätte, wir sollten Fische aufheben für Qualitätsdünger. Aber wo ich gesagt habe, kann ich die Fische verkaufen, hat keiner gemeckert. Vielleicht ich meckere nie. Selber mit, anstatt uns also zu fragen. Du weißt doch, dass wir alle Kanalien sind. Ich weiß, dass du eine Kanalratte bist, aber keine Kanalie. Okay, der war fies. Dünger tut's auch. Also wir haben hier noch eine Tigerforelle, wir haben noch Barsch, hier Barsch und indische Glaswels kannst du zum Beispiel benutzen, den Langdorsch vielleicht lieber nicht und den Monster-Mutanten kaufen wir auch nicht. Du hast besser die Übersicht über Fische. Ich leg dir meine auch noch rein. Ich weiß sogar nicht, wo die blöde... Da auch noch. Dünger, Qualitätsdünger, Fisch beliebig und Harz, aha. Genau, ich kauf derweil. Ich wollte doch aber selber noch fischen. Kannst du nächstes Stream machen? Nein, ich muss ab heute eine Quest für heute Abend, immer noch. Oh mein Gott. Da fühlst du halt mal nett. Rage halt komplett aus. Rage hört sich anders an, ja? Rage. Dann pass auf, dann machst du jetzt einfach den Dünger und ich kümmere mich um die Samen und wir machen den Rest der Felix und ich. Ja, dann kannst du immer noch einen halben Tag Zeit zum Düngen.
ein unglaublich schöner. Ja, weil du passt sehr gut zu den anderen. Warum bin ich eigentlich Bauer geworden? Ich will haufenweise Geld verdienen. Es ist echter als ein Leben in der Stadt, um in die Fußstapfen von meinem Großvater zu drehen. Ich wollte meinem alten Leben entfliehen. Waldo könnte übrigens mitspielen, ne? Aber wir wollten das doch nicht. Wir hatten doch gesagt, wir wollen zu uns zu dritt spielen, weil dann wird es mit dem Discord noch schlimmer. Also noch durcheinanderer, glaube ich. Also mehr mit dem Termin wird es halt blöder. Das auch. Davon mal ganz da müsste sich Waldo halt nach uns also richten, ich habe jetzt Dünger gemacht, aber ich muss noch mal gucken, ob ich den Forellenbarsch habe irgendwo, aber ich glaube nämlich nicht. Ich kaufe jetzt erstmal Saaten. Pastinaken gibt's wieder, Ben! Es gibt wieder Pastinaken! Wir können ich hau dich gleich. Was hältst du von Pastinaken? Komm, ich kaufe mal so mindestens 100 Pastinaken. Dann ich mache dann wohl nichts auf dem Feld diesen Frühling. Finde ich gut. Bin ich mal gestellt. 300 Pastinaken? Ich würde sagen, ich bin freigestellt. 500 Pastinaken? 500 Pastinaken? Wir können nur Pastinaken machen dieses Jahr. Pastinaken-Torte, Pastinaken-Brot, Pastinaken-Plättchen. Ich habe tatsächlich zum ersten Mal letztens im echten Leben Pastinaken überhaupt gelesen, dass das irgendjemand macht. Oh, ich dachte, du hast es mal gegessen. Nee, zum gelesen. Beispiel schon freudig erregt. Du bist immer erregt, Steifen, das hat mich aber nichts mit Pastinaken zu tun. Mit dem Steifen oder was? Nein, ich wollte freudig angeln. Erregt, das sagt man so. Wo krieg ich denn einen Forellenbarsch her? Boah, keine Ahnung. Du stellst Fragen. Ich liebe so Zeugs ernsthaft, du bist echt super, Ben. Ja. Ja. Weiß ich schon. Ich kann davon noch ein paar mehr kaufen. Es schaut mir beim Angeln zu, die liebe Abigail, das finde ich toll. Ach, wie romantisch. Mhm. Romantisch, ne? Voll so. Ach, egal. Was ist denn los? Nee, ich hätte sonst gesagt, da du ja auch nicht mehr dich großartig um Holz kümmerst, gibst du mir einfach noch deine tolle Axt und ich kümmere mich ab jetzt um Erze und Holz. Jetzt hab ich einen Gotteslachs gefunden. Ich hab mich doch um Holz gekümmert. Ich hab immer noch Ärmel auf dem Hartholz. Wir haben 180 Hartholz. Fast richtig, 166, aber ja. Ist okay. Dann ich hab mich schon noch um Holz gekümmert. Ja, dann hab ich nichts gesagt, dann hab ich nichts. Ich hab nichts gesagt. Ja, aber du hast was gesagt. Ich hab's genau gehört. Bin ich doof? Sehe mein Wort einfach als nicht getügelt an. Hier holt ich nur Gotteslachs raus. Gera. Mein Katz hat vor uns meinen neuen Xbox-Controller. Das wird schwierig. Wo hol ich denn den Forellenbarsch? Muss ich dann zum See gehen? Nein, das ist der falsche Standort. Kann mir leider keiner sagen, wo ich da hin muss. Shit. Nee. Ich weiß es nämlich nicht, sonst hätte ich es dir schon längst gesagt. Forellenbarsch kann ich dir. Forellenbarsch kann ich dir da sagen, oder? So, ich habe jetzt 300 Pastinaken und 10 von allem anderen gekauft. Das ist in Ordnung, oder? Das ist ja dumm. Ganz toll gemacht, Lumi. Ich bin nicht multitaskingfähig, ich tippe gerade was ins Handy ein. Du musst darauf reagieren. Irgendjemand von uns muss das Feld auch noch bestellen. Ich bin doch jetzt hoffentlich nicht die Einzige, oder? Doch, weil ich muss ja das Angeln für die Quest. Habe ich 3x, 5x, 6x gesagt. Oh, dass das Angeln für die Quest gerade wichtiger ist als... Ja, weil das ist an diesem Tag, 19 Mädel. Uhr, muss da ich das haben. Da machst du 500 und alles, was Mädel. Du jetzt nicht pflanzt. Mädel, ja? Ich habe graue Haare, ich bin auf dem Feld, alles okay. Frauen beim Shoppen, ja, direkt 500 Pastinaken gekauft. Gerade noch 20.000 Gold gehabt, schwupps, arm. Sei froh, dass er nie noch über die Farbe der Pastinakenernte Pastinakensaat nachgedacht hat. Die haben ja zum Glück immer die gleiche Farbe. Da gibt's keine Auswahl. Zum Glück. Aber ich finde keinen Forellenbarsch. Riech die Naken an. Ich krieg einfach keinen Forellenbarsch, oder? Und wir können die Pastinaken ohne Dünger anpflanzen, das ist vollkommen scheißegal. Nein, ohne Goldpastinaken, die bringen Geld, meine Güte, ey. Ich bin auch ohne Pastinaken Gold reich geworden in meinem. Es gibt auch Menschen, die haben gesagt, früher ging es auch ohne, ja, aber. Klar ging's früher ging es auch ohne, und da hat man 10 Kinder gehabt. Bitte. Ja, eben. Kinder und Saat vergleichen, das ist was. Ey, ist schon ziemlich nah beieinander. Nee, was soll denn die Scheiße? Jetzt muss ich außen rumlaufen? Tja, die Quest kann ich wohl nicht erfüllen dann. Schade. Wenn ich da rankomme. Hab keinen passenden Fisch. Du kannst mal hier die Gegner wegmachen. Die bringen nämlich mich ziemlich gnadenlos um. Ich hab kein Schwert. Ich hab keinen passenden Fisch.
Einmal aus Versehen die Saat weggemacht. Tut mir herzlich leid. Toll. Wie hast du das hinbekommen? Ich hab mir da keinen Zucker und. Bessern wäre auch noch geil, ne? Ja, och Mann, ey. Gib gleich. Du kriegst gleich bloß ein halbes Falschlöchen, wenn du die Wette gewinnst. Na. Wettschulden sind Ehrenschulden, mein Lieber. Ich wollte gerade sagen, du kannst jetzt nicht die Wettschulden verhandeln. Naja, wenn sie hier noch rumtüdelt. Trotzdem, Wettschulden werden nicht verhandelt. Ja, richtig. Numi! Ja. Mach nicht ständig die Zäune dort rein, das ist total bescheuert. Lass da wenigstens ein, zwei offen. Deswegen habe ich drumherum Sachen gebaut. Was drumherum? Ja, Wege. Da muss man erst damit man nicht mehr durch unser Feld läuft und das Feld beschädigt. Mädels. Da laufen Haufen Monster rum, ich komme nie zum Nachbessern. Jetzt entspannt euch mal. Ich bin so entspannt. Hast du deinen Fisch bekommen, ja? Nein, es ist eh zu spät. Guck mal auf die Uhr. Ich habe die Quest nicht machen können, weil ich nicht direkt angeln durfte. Nur weil ihr so immer alles seid. Machen, worauf wir Bock haben. Eben. Wer hat sich das erste Dreivierteljahr um den verdammte Feld gekümmert? Das war nicht ihr. Ich? Nee. Und Felix hat mir geholfen. Du hast nichts gemacht. Nee. Du hast immer nur angeln. Ja, natürlich. Du hast immer nur angeln. Ja, genau. Ich hab mich um die Mine gekümmert. Deswegen habe ich auch Stufe 9 im Feldanbau gedöns. Ja, weil du unser Top-Bauer bist. Ich bin der Top-Löwe. Ist schon klar, dass ich auf Hofer bald auch Level 9 bin? Ich habe keine Energie mehr. Ich will es können. Hast du das realisiert, Ben? Nur weil du gecheatet hast. Ja, ja. Ja, hast bestimmt deinen Spielstand bearbeitet, damit das funktioniert. Klar. Kenn dich doch. Mhm. Würdest du auf jeden Fall tun. Immer. Du hast schon immer überall gecheatet. Läuft der Kaffee? Ja, ich brauche Energie. Ich bin bei null. Hätte irgendwas essen können. Wir haben noch Paprika-Popper zum Beispiel. Ich mache Samen und ich mach Dings. Samen. Ich habe nämlich noch alle Energie. Besamt mal ordentlich. Warte, ich leg dir oben in die Truhe. Na, kannst du mir da geben hier? Nein, da kann ich dir jeden einzelnen Samen geben. Das ist Schwachsinn. Das stimmt, du kannst keine Stacks geben. Das ist voll doof. Nein. Nee, kannst du nicht. So. Und dann denk dran, dass du nochmal Dünger umwandeln musst dann. Das Ding komm her, blöde Fledermaus. 30 mal Standarddünger ist hier doch noch. Reicht nicht. Wir haben aber noch jede Menge Harz, also du kannst noch welchen umwandeln. Und Knoblauchsaat soll ich unter anpflanzen? Alles, was du willst, bau an. Alles, was wir heute geschafft haben. Moment mal, bevor wir hier weitermachen. Hier will ich es noch umbauen. Wie kann ich das umbauen? Nee, wir brauchen einen Weg, der durchgeht. Nein, braucht man nicht. Ja, toll. Und dann hast du genau jetzt eine Line in der Mitte, die nicht bewässert wird von unseren Sachen. Nein, ich würde es auch die Linie umbauen hier, die was ich gerade aufgenommen habe, da den Bewässerungsgedöns. Dann hast du links eine Linie, die nicht bepflanzt wird. Ist doch okay. Oh toll, da müssen wir wieder immer an alles denken, dass es bewässert wird. Mach einfach nur, übrigens ist 0 Uhr, mach einfach nur hier so und nicht noch weiter. Ja, und warum darf das dann nicht in der Mitte sein, dass man besser durchlaufen kann? Das stört. Das muss an einem Stück sein. Na dann. Care about time und so, ja. Habe ich mir auch schon gerade gedacht. Ja, wir haben ja erst halb. Knapp, ey. Ne, wir schaffen eh nicht alles, das ist mir schon klar. Nicht alles, aber wir schaffen halt so viel wie möglich. Ihr müsst ja auch erstmal gießen. Haben wir schon, da ist gegossen, wo du drauf rumläufst. Schon gegossen. Aber da unten muss irgendjemand noch dieses Viech töten. Ne, ich warte mal, bis es dich tot hat und schieb sogar ein bisschen zu dir. Wieder eine Notiz bekommen hier. Wir gehen einfach um 1.40 Uhr alle geschlossen ins Bett. Egal, das reicht nicht. 1.40 Uhr schaffst du von hier unten nicht ins Bett. Doch. Nein. Wir müssen erst an den ganzen was wetten wir? Das nächste Bier? Ich gehe um 1.10 Uhr ins Bett. Tschüss. Ich brauche mehr Schlaf als ihr. Ich bin jemand, der müde ist. Von null Geld kann man nichts abziehen. Wir haben aber 3.800. Pflanz lieber. Und du kannst Minusgeld haben in dem Spiel. Jetzt sollst du eher langsam durchgehen. So, jetzt gucken wir mal. Kann ich mal gerade durchlaufen, denk dran. Wer ist denn noch live? Da gucke ich schon mal, wen ich hier weiter. Ich bin noch live. Machst du direkt weiter jetzt danach? Ja, ja. Ja gut, dann würde ich zu dir rüber hosten. Das ist natürlich dann Ehrensache. So. Das schicke ich euch. Oh, so 2 Uhr, ey, habe ich es gerade so geschafft. Die Kreuze sind Bewässerungsanlagen. Das ist kein Friedhof. Genau. So.